Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 786. Folge von Dragons Aufstieg von Berg. Wir bekommen heute erst einmal 25 Runen, nehmen die einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, knacken heute bestimmt die 6000, aber müssen wir erstmal gucken. Spiel ist nicht abgeschmiert, wunderbar, es hat nur ein bisschen geleckt. mein Gott, was ist denn mal los, immer am Anfang des Videos? Sorry. Gut, dann, das hier ist leider erst in einer Stunde fertig. Gut, da wird es vielleicht ein bisschen knapp mit den Runen. Schauen wir einfach mal, wie weit wir denn kommen, ob wir sie vielleicht doch kriegen oder nicht. Das werden wir sehen. Erstmal gehst du wieder gratis los. Wir brauchen halt immer noch einen von den Kollegen. Deswegen wäre es schön, wenn du da noch einen findest, damit wir es abhaken können. Das ist noch 20 Stunden, also ist auf jeden Fall auch bald erledigt. Dauert nur ein Sekündchen sozusagen. Was haben wir hier? Du bist ja auf der Suche nach Sammlungsstücken, genau. Wurde denn? Nee, ganz sicher nicht für 1400 Runen. Was haben wir hier? Dämmerbiss brauchen wir soweit erstmal nicht. Das heißt, du kannst hier wieder weitersuchen. Wir brauchen immer noch dieses Teil. Wird mal Zeit, dass wir es jetzt häufiger finden. Was haben wir denn hier? Haben wir noch ein Kostüm, welches uns mehr bringt? Eiertasche, Eisentasche, Runentasche, Gegenstandstasche, Eiertasche, ja, nee, eigentlich, wir haben schon das beste Kostüm für unsere Verhältnisse. So, gehst du wieder los? Nee, das war jetzt das Falsche, oder? Oder war es das Richtige? Nee, richtig, gut. Dachte gerade schon. So, dann kannst du los. Wir sind am Eisen. Ich war gestern nochmal drin, hab kurz Eisen eingesammelt und wir haben jetzt genug, können das aufbauen. Weitere 6 Tage, dann haben wir auch das Fischlager, damit haben wir die beiden Sachen schon mal oben. Und dann kannst du los, dann kannst du los. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen Holz einsammeln. Und zwar hier, dann hier. Zack, wunderbar, alle wieder da. Sehr, sehr schön. Geh mal wieder hier vor, dann kannst du noch los, let's go. Können jetzt aber immer noch nicht alles einsammeln, genau. Das können wir klein machen. Erstmal würde ich sagen, gehen wir zu dem hier, denn der hier muss auch wieder weiter erstmal. Und der kann das auch gleich wieder machen, er kann wieder gleich Eisen sammeln. Prinzipiell könnten wir vielleicht sogar schon wieder trainieren heute. Das ist jetzt die Frage, weil was kostet denn jetzt noch Eisen? Wir haben alle Wikinger. Das heißt, das Einzige, was noch Eisen... Nee, kostet ja nur Holz. Und hier, klar, das kostet 8000, ja, aber ja, ist halt so. Und das hier kostet 850, können wir halt unter den Lagern. Das heißt, wir brauchen jetzt gar kein... Das Einzige, wo wir nochmal Eisen bräuchten, wäre hier. Aber das dauert sowieso noch eine Weile, weil wir müssen ja sowieso erstmal genug dann noch bauen. Das heißt, ab jetzt dürfen wir wieder Eisen ausgeben. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Da können wir dann gleich gucken, was wir machen wollen, wo wir es machen wollen und wie. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann kannst du erstmal kurz wieder los, let's go. Und dann haben wir jetzt unsere ganzen Kollegen, die wir hier durchgehen können. Zum Beispiel kannst du noch los. Hier können wir am Titanrad drehen, wird wahrscheinlich kein Titan, so wie ich es kenne. Nö, sieht schlecht aus. Gut, gehst du wieder los? Dann, nö, hier können wir... Gut, du kannst ins Training für Holz, das ist gut. Du kannst gefüttert werden und jetzt der hier kann ins Training für 3000, aber so viel haben wir leider noch nicht ganz. Das heißt, wir füttern heute erstmal dich weiter. Naja, gut. Dann kannst du kannst los und du kannst los. Dann haben wir hier vorne nochmal etwas Fische, haben aber nur eins, sonst können wir es nicht mehr lagern, als wo. Und dann können wir hier wieder einsammeln. Einmal hier, einmal hier, einmal da. Das können wir auch schon nicht mehr einsammeln. Nächstes Level, wunderbar. 75 Eisen kannst du machen. Damit kriegst du, wie schon gesagt, nochmal die Hälfte drauf. Was halt richtig saftig für uns ist. Also es ist halt richtig, richtig saftig, muss man sagen. Und dann können wir jetzt hier nochmal füttern. Dann können wir auch nochmal einmal füttern erstmal. Dann können wir hier nochmal alles einsammeln. Und dann können wir... Genau, Bielzewanz war ja jetzt nicht zum Füttern. Bielzewanz war ja gleich durch mit dem Thema. Das heißt, wir können das nochmal alles einsammeln und kriegen den Kollegen auch noch aufs nächste Level. Ja, der kostet jetzt wieder. Das heißt, jetzt klappt es nicht mehr. Naja, gut. Aber Hauptsache nochmal ein bisschen. Da haben wir heute wieder ein bisschen Fisch losgeworden. Hier brauchen wir jetzt nochmal mehr Holz. Können wir denn nochmal Holz einsammeln? Nee, Holz hatten wir jetzt alles. Das heißt, wir gehen hier rein. Hier haben wir auch noch etwas. Und vor allen Dingen habe ich da gerade was Schönes gesehen, was wir gleich öffnen können. So, dann kannst du nämlich los. Von wo hat man denn das? Völlig vergessen. Habe ich gar nicht mehr im Blick, wo wir das her hatten. Aber gut, nehmen wir trotzdem gerne mit. Gar kein Problem. Einmal einsammeln und das spiele ich mir nicht ab. Wunderschön. Und es gibt saftige 4 Runenkarten. Leider nicht übermäßig viele Runen dabei. Aber trotzdem, 4 Runenkarten sind auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann die 4 Jahreszeiten-Statuen. Erstmal Holz. Okay, nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Dann haben wir hier ein Raufen- bzw. Markenpaket. Kriegt man da vielleicht noch ein zweites? Hat man vielleicht noch heute eine Aufgabe? Das wäre ganz gut. Hier haben wir nochmal Fisch. 225, okay. Und Bernstein 130. Na, das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus.
Wunderbar, dann können wir jetzt den Kollegen losschicken. Genau, dann gehen wir zu unseren. Ne, wir gehen noch nicht zu dem, wir gehen erstmal zu unseren Legendären, unseren restlichen Legendären und können die wieder losschicken. So, einmal du, dann hier unten einmal der Kollege noch. 160 Bernstein machst auch wieder los. Wunderbar. Dann hier drüben noch einmal alles einsammeln. Let's go. Jetzt sollte man, ich denke mal, auch alles haben langsam. Jetzt habe ich jetzt schon das dritte Mal oder das vierte Mal gemacht in diesem Video. Aber gut, das ist so immer so ein Ding. Das habe ich immer dieses Verlangen, das zu machen nochmal. So, du gehst los. Dann kannst du los, Hakenzahn. Let's go. Da können wir ja auch nochmal ganz normal erstmal weiter. So, Luftrollen gratis. Dann haben wir hier Kotz und Würg. Genau. Da geht es auch wieder normal weiter. Dann einmal neu bauen. Und gratis. Und einmal noch Flashclubs zum Ende. Und du kannst natürlich auch wieder los. Da drehen wir erstmal am Glücksrad. Vielleicht kriegen wir ein Kartpaket. Wäre sehr schön. Würde ich gerne mitnehmen. Also würde ich gerne noch. Aber es sieht nicht so gut aus. Das sieht mir mehr nach etwas Unartigem aus. Als nach... Ja. Naja. Paket ist es leider nicht. So, wieder los. Let's go. Dann gehen wir hier rein. Öffnen das Gratispaket Nummer 1. Nummer 2 schon für heute insgesamt. Gesehen und wir bekommen Holz, Fisch, Holz, Fisch, Runen, Runen, Krallenkrabbler. Okidoki, einmal öffnen und einmal freilassen. Und dann öffnen wir das zweite Paket, let's go. So, da öffnen wir das und wir bekommen Holz, Runen, Sammelstück, Fisch, Fisch, Holz, für Runen, Sammelstück, okay. Ansonsten, wir haben wieder mal gar kein Problem, genau. Gar kein Paket für Runen und das spielen wir das Spiel ab. Ich starte es kurz neu. So, sind wir wieder drin und wir hatten hier schon eingesammelt oder nicht? Nö, keine Ahnung. Ich bin gerade irgendwie Train AFK. Na gut, machen wir das. So, sammeln wir hier einmal alles ein. Schauen wir mal, was noch so bei rumkommt. Öffnen können wir heute wahrscheinlich keins. Und dann müssen wir mal gucken. So, dann hier nochmal 50 Stück oben drauf. Okay, es geht langsam voran, aber mit langsam meine ich auch langsam, also es ist langsam. Naja, gut, dann hier nochmal einsammeln, dann hier war nichts mehr, genau, das war. Spießrundlauf hatten wir noch nicht ganz durch, den können wir heute beenden, damit schaffen wir es vielleicht sogar nochmal. Aber da müssen wir mal gucken, das weiß ich noch, ne? Wie schon gesagt, da müssen wir, ja, gucken. So, gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen und holen uns den weg. Dann sollte das auch alles, denke ich mal, ganz weit passen und so. Einmal so angreifen, dann einmal die Schwäche geben. So, wunderbar. Und dann holen wir uns den erstmal komplett. Damit wir den ersten schon mal weg haben, können uns dann auch gleich schon nicht heilen, weil wir nicht genug Bernstein, genau. Aktionspunkte haben. Was ein bisschen Mist ist, dadurch hat er den uns nochmal stärker gegeben, was richtiger Mist ist. Und deswegen müssen wir jetzt auch gucken, dass wir so viel wie möglich behalten von den Dingern. Gehen wir erstmal auf den und schauen mal, dass wir den erstmal wegkriegen. Wenn wir das schaffen, sollte es vielleicht erstmal entspannt sein. Ich hoffe, es verreckt dabei keiner von uns. Das wäre wichtig. Ja, so viel dann zu dem Thema. Dann werden wir diesen Kampf ja nicht schaffen. Wir können gucken, ob wir vielleicht mal in die nächste Welle lunchen können, ob die besser aussieht. Wenn man es vielleicht schafft, dort mit beiden reinzukommen. Mit allen dreien, so rum. Mit beiden sollten wir, denke ich mal, schaffen. Aber ob man dort auch mit allen dreien reinkommt, wobei wir verlieren bestimmt noch einen. Und zwar wahrscheinlich um uns. So, einmal das. Und ja, dann war es auch mit unserem Skrill. Und damit denke ich mal nicht mal mehr, dass wir den noch kriegen. Weil das selbst... Wir machen jetzt 500 Schaden. Habt ihr gesehen? Also knapp 500. Der macht 100. Aber wenn der sich jetzt gleich die Vierertage mobst... Wobei, wir könnten es doch in die nächste kommen wir mal rein lunchen, denke ich. Na, ja, jetzt hat er sich geheilt. Wir gucken mal. 370. So, dann machen wir es nochmal. Oder so. 411. Ja, wird alleine ein bisschen schwierig. Ein bisschen sportlich, würde ich sagen. Gehen wir erstmal raus und gucken mal nochmal neu. So, wir probieren es nochmal neu. Ich wollte den Kampf gerne schaffen, weil ich wollte diese 200 Season-Währung gerne mitnehmen. Einfach um sich... Also, Schauder, Herbstschaurigkeiten heißen sie ja. Aber einfach um nochmal was mitzunehmen. Das wäre schon ganz geil. Deswegen, wir probieren es nochmal. Wir gehen jetzt erst auf den, geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid und müssen mal schauen, ob wir da gut durchkommen oder wie es denn ausschaut. Aber vorhin hat es ja irgendwie noch nicht ganz so gefunzt. Dann muss jetzt vielleicht... Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Wir geben die Schwäche. Greifen dann normal an und schauen dann mal, wie wir so durchkommen, ob wir so gut durchkommen oder nicht. Es gefällt mir schon wieder nicht, wie unser Knochenräuber aussieht. Das ist schon wieder richtiger Mulm. Aber gucken wir doch einfach mal, wie weit wir hier reinkommen, durchkommen, was auch immer.
Jetzt ist erstmal wieder dran. Das ist ein bisschen assi. Lass es mal lieber. Weg mit dir. So, damit haben die diesmal schon mal keine Stärke. Das heißt, ich könnte vielleicht etwas länger durchhalten. Zwei Attacke würde ich schaffen, dann wieder auf die richtige Zahl zu kommen. Wunderbar. Geben wir dem erstmal die Schwäche. So. Vielleicht sollte ich auch lieber dem Bossdrachen die Schwäche geben, weil vorhin hat der Bossdrache uns am Ende auch geholt. Aber schon mal, unser Sturmschild ist schon mal nicht eingeschläfert, schon mal viel besser. So, hier wieder normal. Klar können wir jetzt nicht direkt nochmal, das ist halt ein bisschen Mist, aber wir gucken einfach mal. Wir kriegen das irgendwie schon noch hin, denke ich mal, hoffe ich, schätze ich. Und zwar, indem wir hier keine Schwäche geben, sondern erstmal Aktionspunkte sparen, damit wir später noch was damit anfangen können. Wir könnten, nein, wir können uns keine Stärke auf unseren Knochenräuber geben. Das würde schief gehen. Deswegen einmal so, dann einmal heilen. Dann ist der nächste Drache weg. Wir haben noch einen Gegner. Das Gute ist, wir können uns jetzt viel heilen. Das Schlechte ist, er kommt jetzt erstmal auf die Vierer-Attacke und... Aber unser Knochenräuber hat keine Schwäche mehr. Das ist sehr, sehr gut. Das ist semi-gut. Geben wir dir erstmal das hier. Dann geben wir uns noch Stärke. Dann kriegen wir ein paar Aktionspunkte. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auch noch durchkommen. Assi. Wieder normal rein, dann mit dem Skrill normal und dann mit unserem Knochenräuber holen wir uns den Kollegen weg und wir sind in der nächsten Welle. Gehen hier zuallererst einmal auf Enemenemu und Ross bist du. So, dann einmal heilen, dann einmal wieder normal, dann bist du schon mal zur Hälfte weg. Wunderbar. Und dann kriegen wir den auf jeden Fall auch noch weg, indem wir gleich auch auf die Vierattacke von unserem Sturmschnitt gehen. Jetzt mal Skrill ein, dann Vierer Tage Sturmschein und dann soll das, denke ich mal, alles passen. So. Dann einmal das. Jetzt einmal das. Und er ist natürlich noch am Leben. Wie soll es bei unserem Glück auch anders sein? Wir haben schon mal Glück, dass jetzt nicht der Windknirscher 5 Aktionspunkte hat, weil das wäre ein bisschen sehr, sehr, sehr schlecht. Aber so ist es jetzt auch nicht so viel besser. Der ist erstmal weg. Du kommst jetzt nicht auf genug Aktionspunkte, das heißt, wir können hier erstmal Schwäche geben, können dann das nächste auf die Heilungsattacke gehen und müssen gucken, dass wir da echt was holen. Weil ansonsten, Mist. Vierer-Attacke bitte. Na. Ja, gut. Ich weiß, wie ich es mache. Wir greifen einmal so an. Es ist zwar so eine Attacke, die man eigentlich nie einsetzt, aber die sich lohnt. Weil damit konnte der jetzt diese Attacke, oder kann er jetzt diese Attacke, die er einsetzen will oder wollte, nicht einsetzen. Und wir müssen trotzdem schauen, wie wir jetzt durchkommen. Weil ich glaube, es ist jetzt am sinnvollsten, das hier zu machen. Damit der halt nicht mehr auf dieses kommt. Da holen wir den jetzt hier drüben. Und damit müssen wir dem die ganze Zeit immer diese 3-Attacke vom Skrill reinhauen. Damit hat er halt keine Chance, uns irgendwas zu tun. Was für uns gut ist. Da können wir jetzt auf die Schwäche gehen, damit wir wieder ein bisschen mehr Schaden machen. So, jetzt hier. Gut, macht halt immer... Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ich habe gerade über 1000 Schaden gemacht. 120. Sind wir bei knapp 500. Sind wir bei 1000. Sind wir über 1000 und wir haben trotzdem nur 2 Balken oder so weg. Also der hat ordentlich Leben. Aber gut, das sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Das ist jetzt richtiger Mist. Das ist jetzt richtiger, richtiger Mist. Wir kriegen ihn nämlich bestimmt noch nicht weg. Nee, also heilen. Damit wir so viel wie möglich an Heilung haben. Vielleicht weicht einer aus, das war gut. Schauen wir doch mal. Wie viel Schaden das macht. Ich soll es trotzdem schaffen, aber wie viel? Weg mit dir. Nein! Was überlebst du das denn? Geh weg! Puff, weg! Weg, 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 weg! Oh, danke! Oh, wir haben es gewonnen, Leute. Knapp. Und dann haben wir die Glücksräder. Und das heißt, wir haben diesen Spielverlauf beendet. Kriegen jetzt am Ende auch nochmal 200 Season-Währung, was halt auch sehr, sehr schmackhaft ist. Da kann man nichts dagegen sagen. Hier gibt es nochmal Fischi-Happen, 187 Millionen. Let's go. Haben wir wieder ein volles Lager. Können wir jetzt, ich glaube, nicht ausgeben, weil wir vorhin schon alle gefüttert hatten soweit. Aber es ist ja schon mal nicht schlecht. Es ist ja schon mal keine schlechte Voraussetzung. Dann vor allen Dingen auch wegen unseren Eisensammlern und so. Und wie sieht es hier aus? Ah, 280. Naja, gut. Doch schwierig. Doch etwas schwieriger. Aber Leute, es ist ja bald soweit und zwar in 3 Tagen und 12 Stunden ungefähr. Also ihr könnt euch ja jetzt immer schon mal die Tage, ich kann auch nochmal hier kurz nachgucken auf meinem Handy. Dragons. Ob wir denn schon wieder ein Update-Information oder Updates kriegen? Nein. Bis jetzt steht noch nichts drin. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr das Video hier seht, könnt ihr gerne mal nachgucken, weil es sollte dann, denke ich mal, jederzeit wieder ein Update kommen. Aber ich würde doch sagen, wäre es das erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß und ciao, ciao, Leute.